Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen wunderschönen Video hier auf meinem Channel und wieder eine Runde CSGO Overwatch. Wir suchen nach wunderschönen Hackers, ne? Und was soll ich denn dazu nur sagen? Außer, dass ich vielleicht die Begrüßung verkackt habe. Nee, aber das ist doch auch wieder hier so eine Sache. Der hat auf jeden Fall wieder was drin, ne? Ach du Scheiße. Das sieht aber auch wieder für uns leicht doof aus, ne? Muss ich halt schon sagen, wie der da rumschwenken ist die ganze Zeit, ne? Er hat dem Typen ein bisschen Leben abgezogen. Mal sehen. Macht der Bunny Hoppen wegen vielleicht auch noch nebenbei? Ja, nein, vielleicht. Ja, das Doofe ist halt nur, dass es so quer rumläuft. Kann man das halt wirklich schlecht sagen, ne? Aber ja gut, 25-1, das erklärt schon so einiges. Also das würde eine gute Frage, ob der jetzt einfach so aus Langeweile rumhüpft oder wirklich, weil er einen Hack drin hat, ne? Das ist ja natürlich eine bessere Frage. Also das ist ein Zielhilfe, auf jeden Fall. Sichthilfe machen wir auch mal mit rein, ist mir egal. Sonst wüsste er das ja nicht, wer wobei, wenn er sowieso jeden anvisiert, ne? Ja gut, dann mal, was sagen die dazu in der ersten Runde? Ja, guck mal, er war locker so ein White-Check, ne? Dass er gestorben ist und dann hat er sich auch nur so gedacht, ja, nee, so geht er nicht weiter. So geht er nicht weiter. Wir müssen gewinnen und nicht verlieren. Mal sehen. Er sieht einfach nur richtig hässlich aus, so. Sei mal ehrlich. Aber wegen Bunnyhopping muss sie. Ja. So ist es halt mega kompliziert, ne? Zu erkennen, ob der da sowas was drin hat oder nicht drin hat. Aber ich will mal sagen, hat der. Ist jetzt Hack aus oder was? Als ob der Hack jetzt aus ist. Moment mal, dafür will ich jetzt interessieren. Ja moin. Er sagt nicht, der hat sein Hack jetzt ausgemacht, warum auch immer. Boah, er ist locker, sacken die voll rein, ich schwör's. Hä? Was macht der denn jetzt daraus? Ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber der hat ein Team angegriffen, alles klar. Die verbrühen sich gegenseitig, dafür gibt es auch immer einen Report, würde ich mal sagen. Bis wenn die dann rumbeleidigen sind, alles drum und dran, ja, ne? Ist das halt so eine Sache. Als ob der wirklich alles ausgemacht hat. Ja, gut. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt geht der AFK. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir reporten den einmal komplett durch. Einfach nur, damit er seine gerechte Strafe bekommt dafür. Weil das geht auf jeden Fall nicht weiter. Dass er sowas abzieht. Vor allem am Anfang hackt er und jetzt auf einmal hat er den Hack aus, oder wie? Ja, gut. Wo ist denn der Sinn dabei? Kann mir das mal einer verraten? Wo hier der Sinn ist, was er da gemacht hat? Oder würde ich sagen, der will sein Team extra so zum Verlieren bringen? Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber im Endeffekt ist ja wohl eine gute Frage, was er da gemacht hat.
Also Warlock hat er drin, aber der hat kein Aim. So, also ganz ehrlich, zweifellos, wir machen einfach alles. Besucher, was er da abgezogen hat, geben wir mal den Urteil komplett mal ab. Aber ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren mal reinschreiben, was ihr in meiner Haut wäre, so, wenn ihr so ich wäre, was ihr machen würdet, dann wäre mal so ausgedrückt, ne? Schreibt in meinen Kommentaren rein und dann würde ich mal sagen, was das mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn dann, dann leider einen Daumen nach unten, aber bitte kommentiert in den Kommentaren. Willst du besser warum? Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und bis zur nächsten Folge. Haut rein.